So, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Heute unterwegs mit Ghost in seinem 7er Ami Heavy T29. Und ja, ganz kurz zum Setup. Wir spielen Kloster als Standardgefecht und ihr könnt auch oben sehen, ich habe meinen Pro-Mod mal wieder aktualisiert. Man kann die HP-Zahl sehen. Das ist, finde ich, immer ganz schön. Das eigene Team hat hier schon irgendwo einen Schuss kassiert. Hat hier schon 600 Punkte Rückstand. Und man kann sehen, der grüne Balken ist auch schon ein klein bisschen ausgegraut. Also da hat... Oh, der Panther da vorne, der hat schon richtig bekommen. Also da stehen tatsächlich wohl ein paar größere Sachen auch. Und ja, da ist die Su-100M. Die ist natürlich frontal hier kaum zu durchschlagen. Da muss man schon... Ja, ich denke mal auch HE schießen, wenn die so steht. Ghost hat jetzt keine HE dabei, aber so ein paar andere hier vielleicht, die hätten dann auf Premium umschalten müssen oder. Denn die Su, wie gesagt, ist frontal doch ziemlich stark, gerade als Top-Tier. So, nee, stimmt gar nicht. Die Su ist ja gar nicht Top-Tier. Das ist ja die Su, sehe ich gerade, die Su 100M1. Das ist die 7er Su gewesen. Okay, dann... aber die ist eigentlich auch schon nicht so schlecht gepanzert. Aber natürlich der 8er... Die 8er Su natürlich noch ein klein bisschen besser dann. Er kann hier schön Schuss blocken vom Skoda T27. Nimmt jetzt hier noch ein Stück das Wrack mit. Bleibt so ein bisschen dran hängen. Und kann er jetzt hier mal den ersten reinsetzen. Kriegt er noch vom IS einen eingeschenkt. Jawohl, die ersten 344 Schaden sind hier jetzt auf der Uhr... Und jetzt geht's bestimmt los. Mal gucken. T29, schöner Panzer. Den habe ich auch immer noch in der Garage stehen. Sieht erstmal, finde ich, relativ schick aus, so was den Turm angeht. Ja, da musst du aufpassen, denn wenn sie da oben stehen... Ah, das war jetzt ein bisschen zu überhastet geschossen. Da hat er aber tatsächlich echt Glück gehabt, dass der... Ihr könnt hier oben den Abpraller gerade so richtig schön sehen. Und ja, jawohl, jetzt hat er ihn, T34-100... genau obendrauf und das Ding ging halt nicht rein, sondern ist halt abgeprallt und hat jetzt so einen schönen Scratch da hinten hinterlassen. Sieht ordentlich nach Kampf aus. Ja, wenn man jetzt auf die Karte gucken würde, würde man sehen, dass in der Mitte schon ein, zwei Panzer durch sind. Ghost hat hier auch kurz einmal zurückgeguckt. Ich denke mal, er hat sich da einmal vielleicht das angeguckt, was da in der Mitte gerade stattfindet. Aber entscheidet sich dazu, jetzt hier rechts außen noch weiter am Wasser mit lang zu fahren. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn der 40 TP, der ist One-Hit. Die E25 ist auch, war gerade eben eigentlich schon One-Hit, aber hat tatsächlich, irgendwer hat es geschafft, die E25 nicht zu One-Hitten. Respekt. Ja, jetzt kommt der KV hier um die Ecke gefahren. Und der entscheidet sich glücklicherweise dafür, hier die E25 rauszunehmen. Ja, kann man schon machen. Allerdings hätte ich, glaube ich, mit einem KV-2 oder Derpgun wahrscheinlich eher dann einen Full-HP T29 anvisiert, als eine, keine Ahnung, 20-HP E25. Aber hier, das hat er schön gemacht. Der erste Schuss auf den KV-2, dann nachgeladen und noch ein Schuss auf den KV-2. Dann hat er ihn rausgenommen. 9 zu 7 steht es jetzt hier und der gegnerische Vormarsch in der Mitte ist auf jeden Fall erstmal abgewehrt. Da unten ist links an der Arti, wie auch immer der da jetzt durchgekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich tippe mal, die 6er Reihe ist der runtergefahren und ist einfach mal komplett da durchgebügelt. Oh, das war jetzt ein bisschen schade. Ah, oh, da fährt er leider noch so weit, dass er sich hier noch ein... Und noch einen fängt er sich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Ja, E25 voll Gold. Aber wer verübelt das dem E25-Spieler? Denn die E25 hat ja sowieso nicht den besten Durchschlag. Und wenn dann sowas wie ein T29 kommt, der auf gleicher Stufe ist und auch ein relativ guter gepanzerter Panzer... was? Also ein relativ gut gepanzerter Panzer. Ja doch, das war richtig. Da muss man halt schon dann auf Gold laden. Der IS hier, der kriegt das überhaupt mal gar nicht mit. Und Ghost kriegt auch gar nicht mit, glaube ich, dass er die Arti rechts von sich aufgemacht hat. Ja, jetzt kriegt er es mit. Oder er wollte einfach erstmal den IS rausnehmen. Das kann natürlich auch sein.
Also konnte die A-Team hier nochmal 205 drücken. Gegnerische M44 ist selbst als Low-Tier-Arty ziemlich gefährlich. Aber jetzt guck mal, jetzt versucht die Arty nach vorne zu fahren. Hat aber nicht damit gerechnet, dass Ghost hier um die Ecke kommt. Damit kann er sich hier noch Kill Nummer 4 abholen und das Spiel beenden. Ja, Kommandant nicht repariert. Aber ich sehe auch gar kein Medikit dabei. Ghost, 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 Ghost. Ich weiß, du brauchst Kohle. Aber das ist nicht gut. Das ist am falschen Ende gespart. Aber vielleicht hast du ja bald den Panzer, den du haben möchtest. Und dann kannst du dir auch mal Medikits mit in die Panzer packen. Also das ist auf jeden Fall schon wichtig, weil irgendein Besatzungsmitglied geht im Laufe des Kampfes eigentlich immer mal kaputt. Genauso eigentlich. Also Medikit und Ersatzteilkiste sind eigentlich essentiell, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Auf dem Feuerlöscher kannst du bei vielen Panzern eigentlich auch getrost verzichten. Ich meine, ich habe trotzdem meistens einen dabei, aber Medikit und Repkit sollten eigentlich schon, wie gesagt, immer dabei sein. Aber das weißt du ja. Und ich hoffe, wenn du dann zu Ende gespart hast, dann sieht man auch mal in einem Replay, dass du hier beides dabei hast. Ich würde mich sehr freuen darüber. So, jetzt gehen wir mal in die Auswertung. Guck mal, was passiert hier, da und so. LOL! Okay. Ja. Wir gehen gleich in den Teamscore weiter, weil hier ist jetzt nicht so viel, was man kommentieren kann. Ich kann es ja mal machen. Dritte Klasse gemacht. Duellant, Kämpfer und Wirkungsfeuer. Und ansonsten gucken wir mal eben hier rein. Da ist er auf Platz 2 mit 802 Basis-EP. Also doch eine ja, solide Runde, auf jeden Fall 4 Kills. Schaden hätte ein bisschen mehr sein können, aber 4 Kills ist auf jeden Fall schon mal eine gute Hausnummer. Damit kann man gut arbeiten. 14 Mal geschossen, 9 Mal getroffen, 7 Mal durchschlagen. Ja, das ist auch ganz ordentlich. Geht besser, aber geht auch schlechter. Insofern, ja, ne? So eine Mittelrunde, würde ich sagen. Er hat 8 Treffer erhalten, 3 davon gingen durch. Hat hier 1085 Schaden blocken können, hat einen Gegner gesichtet, 6 beschädigt, 4 zerstört, 242 Unterstützungsschaden und ist 1,3 Kilometer gefahren. Ja, guck mal an, mit seinem Premium-Account, den er aktuell da wohl hatte oder hat, hat er 30.590 Credits Gewinn gemacht. Das für 5 Minuten 20, das ist doch ganz okay. Und den Panzer auch wieder jetzt ein bisschen weiter geforscht, das ist doch auch wahrscheinlich ganz okay. Oder hast du den schon durchgeforscht? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ansonsten war das eine schöne Runde, so zum Kommentieren war viel los. Man konnte ein bisschen was kommentieren auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, das mit Rep und Medikit, ich spreche es zwar jetzt nochmal an, aber das werde ich auch die nächsten Male machen, wahrscheinlich, wenn du das nicht dabei hast, einfach nur, um dich damit zu nerven. So, falls ihr ein Replay habt, liebe Leute, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir gerne zukommen. Rob2k@web.de ist die E-Mail-Adresse. Flens1980 heiße ich ingame. Oder kommt auf den Teilzeitwikinger-Discord. Der Link steht unten in der Beschreibung. Ich bin jetzt erstmal raus und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis demnächst. Ciao, ciao.